how God created it by hand. From mighty mountains to the raging sea, to every leaf on every single tree. It's in the holy book, just open up and take a look. Im Lande Israel gab es einen Propheten namens Jonas. Propheten lehrten die Menschen von Gott und seiner Liebe. Jonas sagte seinen Freunden und Nachbarn, dass Gott alle Menschen liebte. Und wie Gott versuchte Jonas, alle Menschen und Tiere zu lieben. Dein Fisch sieht heute besonders frisch aus, Ophir. Ja, der frischeste, den du bekommen kannst. Oder essen. Du weißt, wie gerne ich Fisch esse, Ophir. Und ich nehme einen Beutel Erdnüsse. Hey, da sehe ich jemand, der ist genauso hungrig wie ich. Hungrig, kleine Taube? Hier, nimm ein paar davon. Wir sind alle Gottes Geschöpfe. Das klingt, als würden sich Leute streiten. Das ist mein Topf! Nein, es ist meiner! Ich habe ihn zuerst gesehen! Nein, das war ich! Ich brauche ihn, um Wasser zu tragen! Ich brauche ihn, um Rosinen zu tragen! Halt! Streit löst keine Probleme. Außerdem wird mir schwindelig. Meine Freunde, bitte! Gott will nicht, dass ihr kämpft. Das verärgert ihn. Nun bekommt keiner von euch den Topf. Ihr habt euch schlecht verhalten, gerade wie die Menschen aus der Stadt Ninive. Wollt ihr Gott glauben machen, wir verhielten uns wie die Niniviten? Oh nein! Nein, Jonas. Entschuldige, Jonas. Die Niniviten sind die Feinde unseres Volkes. Ich hörte, sie haben ein Boot voller Fische gestohlen. Oh ja, sie sind Diebe. Ja, sie sind sehr schlechte Menschen. Seht ihr, was passiert, wenn ihr streitet? Von nun an werden wir uns wie Israeliten verhalten, nicht wie die schlechten Niniviten. Jonas hat eine wichtige Aufgabe. Er lehrte die Menschen Gottes Willen. Und dann kam der Tag, an dem Gott eine größere Aufgabe für Jonas hatte. Hallo, Jonas. Gott, es ist gut, deine Stimme zu hören. Ich habe eine wichtige Aufgabe für dich. Was ist es? Ich würde alles für dich tun. Es gibt einige Menschen, die meine Gesetze missachten, Jonas. Sieh, was sie tun. Das Volk von Ninive stiehlt. Sie sind unfreundlich zueinander. Die Kinder Ninives achten die älteren Menschen nicht. Andere sind faul. Und der König gibt vor, die Probleme nicht zu sehen.
Er interessiert sich nur fürs Essen und dafür, schicke Kleidung zu tragen. Ja, die Niniviten sind schlecht. Schicke eine Flut oder ein Erdbeben, um sie zu strafen. Nein, sie sind schlecht, weil sie mich nicht kennen. Niemand hat ihnen meine Lehren überbracht. Jonas, deine Aufgabe ist es, nach Ninive zu gehen und dem Volk von mir zu berichten. Ich soll nach Ninive gehen? Ich kann nicht. Bitte gib mir eine andere Aufgabe. Berichte ihnen von meiner Liebe. Aber sie sind die Feinde meiner Nachbarn und Freunde. Du musst gehen, Jonas, jetzt gleich. In 40 Tagen werde ich sie für ihre Schlechtigkeit bestrafen. Aber wenn du sie bestrafen wirst, warum soll ich ihnen dann von dir berichten? Ich verstehe das nicht. Die Niniviten sollten für ihre Schlechtigkeit bestraft werden. Aber was, wenn ich ihnen von Gott berichte und sie sich ändern? Vielleicht wird Gott sie dann verschonen. Ich kann meinen Feinden nicht einfach so helfen. Jonas war so verwirrt, dass er seine Freunde um Rat fragte. Weißt du, das ist komisch. Normalerweise kommen wir mit Fragen zu dir. Diesmal möchte ich wissen, was ihr denkt. Wie kann ich zu den Feinden Israels predigen? Ganz einfach. Kannst du nicht. Ophir hat recht, Jonas. Geh nicht zu ihnen. Erzähl ihnen nicht von Gott. Nein, das kannst du echt nicht machen. Jonas. Du hast ein echtes Problem, Jonas. Wenn du nicht zu ihnen sprichst, verärgerst du Gott. Und wenn du zu ihnen sprichst, enttäuschst du deine Freunde. Niemand behauptet, es sei einfach, Prophet zu sein. Warte, ich weiß. Ich verstecke mich einfach vor Gott. Sicher, aber wo versteckt man sich vor Gott? Na, in deinem Laden natürlich. Ich weiß, mein Plan wird funktionieren. Wenn ich mich 40 Tage lang hier verstecke, wird Gott die Niniviten bestrafen und niemand wird böse auf mich sein. Das nennst du ein Versteck? Komm, lass mich dir helfen, Jonas. Ophir, du solltest dich nicht in Schwierigkeiten bringen. Schau, wenn du dich vor Gott verstecken willst, musst du es richtig machen. Und mein Laden war niemals sauberer. Ophir, hast du Mehl, damit ich Kekse backen kann? Ja, ja, da in dem Korb. Nein. Warte! Nein! Ah! Oh! Jetzt, wo alles sauber ist, lebe wohl, Ophir. Was? Aber Jonas, warum gehst du? Ich bin im Weg. Und in Israel kann ich mich vor Gott nicht verstecken. Hier würde er als erstes nach mir suchen. Und wo willst du hingehen? So weit von Ninive, wie ich nur kann. Ich reise ans andere Ende der Welt, in eine Stadt namens Tarshish. Dort wird Gott mich niemals finden. Du wirst uns fehlen, Jonas. Danke. Ich habe eine sehr einsame Reise vor mir, denn Gott wird nicht bei mir sein. Und so reiste Jonas, so weit er konnte, um vor Gott zu fliehen. Zuerst durchquerte er Wüsten. Dann erklomm er hohe Berge. Und endlich kam er zur Stadt Joppa und fand ein Schiff, das nach Tarshish segeln würde. Hallo, Kapitän, mein Name ist Jonas. Kann ich mit euch vielleicht nach Tarshish segeln? Tut mir leid, Jonas. Dieses Schiff fährt nur mit Ladung und Matrosen. Außerdem bringt es Unglück, einen Fremden mit an Bord zu nehmen, weißt du?
Die Matrosen dieses Schiffes waren keine Israeliten. Sie glaubten an viele verschiedene Götter. Ahoi, Freund! Hilf mir mit der Statue! Sicher! Warum nicht? Bitte, Kapitän, ich muss mit euch fortsegeln. Warum? Weil ich mich verstecken muss vor Gott. Wieso denn? Er hat mir einen Auftrag gegeben, den ich nicht ausführen kann. Ich muss mich verstecken, damit er mich nicht findet. Oh, habt ihr das gesehen? Eine Taube, sie flog direkt zu Jonas. Eine Taube ist ein gutes Zeichen, Kapitän, für großes Glück. Mit Jonas an Bord werden wir eine sichere Überfahrt haben. Sie haben recht. Willkommen an Bord, Jonas. Und so segelte Jonas auf das weite Meer hinaus in Richtung Tarschisch. Jonas sah, dass die Seeleute nicht zu Gott beteten. Sie verehrten Statuen aus Stein. Verzeihung, was tut ihr da? Wir füttern den Gott des Wassers. Wenn sein Magen voll ist, bringt er die See zur Ruhe. Aber das ist kein Gott, das ist doch nur ein Stein. Mein Gott ist der echte. Er hat das Meer geschaffen, die Menschen, den Himmel, die Tiere, einfach alles. Ein Gott soll all das geschaffen haben? Das glaube ich kaum, Jonas. Schau, das ist der Gott der Sonne. Das ist der Gott des Windes. Und das ist der Gott der Reichtümer. Bei so vielen Dingen auf der Welt braucht man eine Menge Götter. Ja, ein Gott allein kann nicht über alles herrschen. Doch, Gott tut das. Er ist der eine und einzige Gott. Nun, wenn er so wunderbar ist, warum läufst du dann vor ihm davon? Er will, dass ich nach Ninive gehe und von ihm berichte. Aber sie sind Feinde meines Volkes und ohne sie wären wir wirklich besser dran. Oh nein! Kapitän, ich habe noch nie so einen Sturm gesehen! Ich auch nicht! Wir stecken in Schwierigkeiten! Jetzt sind wir sicher. Oh! Nein, nichts kann unser Schiff retten. Wartet, was ist mit den Göttern? Schnell, betet alle zu den Göttern. Die Seeleute beteten zu ihren Göttern, aber der Sturm schwoll weiter an. Jemand hat unserem Schiff Unglück gebracht. Sehr großes Unglück. Wir müssen herausfinden, wer. Lasst uns Hölzer werfen. Dann erfahren wir, wer den Sturm gebracht hat. Der Kapitän und seine Mannschaft dachten in ihrem Aberglauben, dass Holz- und Knochenstöckchen zeigen würden, wer dem Schiff Unglück gebracht hatte. Da! Der Pfeil zeigt auf den Mann, der uns Unglück gebracht hat. Es ist Jonas. Wo kommst du her und welches ist dein Volk? Ich bin ein Israelit und verehre Gott im Himmel. Ich laufe vor ihm davon. Und er hat dich gefunden. Jonas, was sollen wir tun? Was können wir gegen den Sturm tun? Werft mich über Bord. Ihr müsst euch selbst retten. Bitte, Kapitän. Wir haben keine Wahl. Wir müssen Jonas über Bord werfen. Sein Gott ist mächtiger als all unsere zusammen. Jonas, es tut mir leid. Wir haben getan, was wir konnten. Ich weiß, Kapitän. Es ist nicht eure Schuld. Ich habe Gott verärgert. Ich sollte bestraft werden und nicht ihr alle.
Gott der Israeliten, es tut uns leid, dass wir Jonas ins Meer werfen müssen. Ich werde überleben. Armer Jonas. Möge dein Gott dir vergeben, Jonas. Jonas fand sich im Bauch eines Wals wieder. Nun war er wirklich allein. Gott, ich bereue, dass ich mich verstecken wollte. Hörst du mich, Gott? Jonas betete 3 Tage und 3 Nächte lang zu Gott. It's so dark inside this well, and I'm lost at the bottom of the sea. I was a fool to run from you. Now I know just what you want from me. In the belly of a whale, one day has gone by. I promise to be true, and all you ask I'll do. In the belly of a whale, oh please hear my cry. Never will I hide, your word will be my guide. From the belly of a whale, what can I do to thank you, Lord? What offer can Jonas nicht mehr allein. Hallo, Jonas. Oh, Gott, ich bin so froh, dass du hier bei mir bist. Du hast versucht, dich vor mir zu verstecken. Oh ja, und ich weiß jetzt, dass das sehr, sehr falsch war. Jonas, du hast deine Lektion gelernt. Komm, wir wollen dich hier herausholen. Jonas, Ninive liegt hinter diesem Berg. Beeil dich und geh und erzähl ihnen von mir und meiner Liebe. Herr, jetzt bin ich bereit dafür. So ging Jonas nach Ninive. Und was er zu berichten hatte, war so wunderbar, dass alle Menschen ihm zuhörten, glaubten und sich sogar änderten. Gott sagt, wir sollen einander nicht bestehlen. Wir sind alle Brüder und Schwestern in dieser Welt. Würdest du deine eigene Familie bestehlen?
Gott sagt, wir sollen die Schwachen nicht verletzen. Da wir alle Gottes Kinder sind, sollten wir einander beschützen. Kinder, halt! Gott sagt, wir sollen die Eltern ehren. Vergesst nicht, sie haben uns großgezogen und für uns gesorgt. Auch die Kinder änderten sich. Und sie sammelten sich um Jonas wie Schafe um ihren Hirten. Hey, Bauer! Gott sagt, wir haben alle viel zu tun und sollten hart arbeiten. Wir sollten ihm gut zuhören, denn er ist es, der uns diese wunderbare Welt gegeben hat. O König der Niniviten, dies ist keine Art, ein Volk zu führen. Gott sagt uns, wir sollten einander versorgen. Ha! Warum sollte mich interessieren, was dein Gott will? Weil er jeden schlechten Menschen in dieser Stadt bestrafen wird. Ninive wird wie diese Traube sein. Bitte glaubt mir, König der Niniviten. Mich hat der einzige wahre Gott geschickt. Ihr habt nur ein paar Tage. Ich glaube dir, Jonas. Dann erfahrt seine Liebe und befolgt seine Gesetze, denn das will er. Jonas erklärte dem König alle Regeln Gottes. Mein Volk, Volk von Ninive, hört mich an. Eine ganze Woche lang werden wir fasten. 7 Tage lang wird niemand etwas essen. Und wir werden Lumpen tragen. Und indem wir dies tun, werden wir Jonas Gott unser Bedauern zeigen, dass wir so schlecht waren. Nachdem Jonas den Niniviten von Gott und seinen Geboten berichtet hatte, änderten sie ihr Verhalten. Jonas verließ die Stadt. Er setzte sich auf einen Berg nahe Ninive, um die Bestrafung Gottes zu beobachten. Jonas, ich bin stolz auf dich. Die Niniviten haben sich geändert. Aber wirst du sie dennoch bestrafen? Ich werde niemanden bestrafen, Jonas. Aber Gott, sie sind so schlechte Menschen. Sollten sie nicht bestraft werden? Sie haben meine Stimme durch dich gehört, Jonas, und ihre Herzen geändert. Ich liebe sie wie die Israeliten, wie ich alle Menschen liebe. Davor hatte ich Angst. Ich habe die Feinde meines Volkes gerettet. Geh nach Hause, Jonas. Es wird gut werden. Nein, warte. Bitte Gott, ich bin verwirrter als je zuvor. Jonas wusste nicht, was er tun und wo er hingehen sollte. Er begann, in die Wüste zu laufen. Unglücklicherweise war die Wüste sehr heiß und Jonas hatte keine Nahrung. Ich bin so durstig, hungrig und müde. Hab Dank, Gott. Hab Dank für diese Pflanze und meine Rettung. Am nächsten Morgen war die Pflanze tot. Und Jonas bestürzt. Er war wütend, weil Gott einen Wurm die Pflanze hatte zerstören lassen. Jonas, warum bist du wütend? Du hast die wunderbare Pflanze sterben lassen, die mir Nahrung und Schutz gab. So wie du gestern meine Hoffnung zerstört hast, als du die Niniviten nicht bestraft hast. Du bist wütend, weil die Pflanze tot ist. Du hast dich mehr um diese Pflanze gesorgt als um die ganze Stadt Ninive. Aber du hast nichts getan, um sie am Leben zu halten. So? Was glaubst du, wie es mir ginge, wenn ich all die Menschen bestrafen würde? Dort sind Männer, Frauen und Kinder, die ich geschaffen und um die ich mich lange gesorgt habe. Sie kannten und liebten mich nicht, bis du kamst. Sollten sie mich jetzt nicht mehr kümmern? Doch, das sollten sie. Geh heim und berichte deinem Volk von Ninive und von der Pflanze. So ging Jonas nach Hause. Ich kann es kaum erwarten, meine Freunde zu sehen und mein Lieblingsessen zu essen. Von einem abgesehen. Es wird noch lange dauern, bevor ich wieder Fisch essen kann. Jonas' Freunde hießen ihn wieder willkommen
und den Rest seines Lebens verbrachte er damit, über Gottes Gebote und besonders über Gottes Liebe zu lehren. Es war ein sehr trauriger Tag, als der König von Babylon Jerusalem mit seiner Armee umzingelte. Sein Name war Nebukadnezar. Angriff! Der König und seine Armee stahlen viele Dinge, die Gott gehörten. Und dann zerstörten sie den Tempel. Dann befahl der König, die gestohlenen Dinge nach Babylon zu schaffen. Aber das war nicht alles, was er stahl. Asenas, bring mir die intelligentesten jungen Männer von Jerusalem. Sie müssen gesund und sehr klug sein, damit sie für mich im Palast arbeiten können. Lasst sie in Ruhe. Sie sind aus dem Tempel. Sie gehören Gott. Bringt alles zurück in unser Königreich. So wurden Gottes heilige Becher und Platten und Jerusalems beste junge Männer hunderte Meilen weit fortgebracht nach Babylon. Unter diesen Verschleppten waren auch Daniel und seine Freunde Schadrach, Meschach und Abadnego. Und obgleich Daniel und seine Freunde hunderte von Meilen von ihrem Zuhause und dem Hause Gottes fort waren, blieben sie Gott treu ergeben. Ich hoffe, ihr lernt fleißig. Ach, das ist unmöglich. Wir lernen nie, eure Sprache zu lesen und zu schreiben. Gott war mit Daniel und seinen Freunden. Eure Sprache ist sehr interessant, Eure Majestät. Lehrt uns mehr. Gott gab ihnen mehr Wissen als den anderen Studenten und sie liebten ihn dafür. Bald merkte der König, dass die Jungen 10-mal klüger waren als alle Zauberer, Magier und Weisen Babylons. Und Gott gab Daniel etwas Besonderes: die Fähigkeit, Träume zu kennen und zu verstehen. Das war auch eine gute Sache. König Nebukadnezar wurde von einem seltsamen Traum verfolgt. Arioch! Ein Traum, der ihn nächtelang nicht schlafen ließ. Bringt meinen besten Zauberer, Magier und Weisen. Sie müssen mir sagen, was dieser Traum bedeutet. Nun, worauf wartest du? Schon unterwegs, oh König. Schlaf, Schlaf. Ich brauche meinen Schlaf. Was verlangt ihr zu wissen? Stellt eure Frage. Wir haben alle Antworten. Dank sei den Göttern. Ich habe eine überaus wichtige Frage an euch, Magier, Zauberer und Weiser. Nein, er ist der Zauberer. Er ist der Weise. Er ist der Magier, oh König. Ja, sicher. Wie auch immer. Wollt ihr wissen, was kälter ist? Schnee oder eine Hundenase? Oder wie man Schafsmilch in Kleidung verwandelt? Oder die Anzahl der Riesen, die auf der Welt leben? Nein, nein, nein. Ich habe fortwährend einen seltsamen Traum, Nacht für Nacht. Das ist einfach. Kleinigkeit. Kein Problem. Dann sagt mir, was er bedeutet. Gut, aber erzählt uns erst euren Traum. Dann sagen wir euch, was er bedeutet. Oh nein! Wenn ihr so schlau seid, erzählt mir zuerst meinen Traum und dann seine Bedeutung. Ihr wollt, dass wir euch sagen, was ihr bereits wisst? Um euch dann zu sagen, was ihr nicht wisst? Aber ihr wisst nicht, ob wir wissen, was ihr wisst? Ja, ja, ja. Ich weiß, dass ihr schlau seid. Macht ihr Witze? Niemals. Vergesst es.
Sagt mir sofort, was ich geträumt habe, oder ich werde euch bestrafen! Aber kein Mensch der Welt könnte das tun. Nur die Götter können das wissen. Und die leben nicht auf der Erde. Das reicht! Jetzt bin ich wütend! Ich werde nicht nur euch drei bestrafen, sondern Arioch! Alle Zauberer, Magier und Weisen Babylons sollen verschwinden! Nun, worauf wartest du? Ist schon unterwegs, oh König. Arioch ging zu Daniels Haus. Er erzählte ihm von des Königs Beschluss, alle weisen Männer Babylons bestrafen zu lassen. Warte, Arioch, bitte, tu heute niemandem etwas. Daniel, du bist mein Freund. Ich werde warten, aber nur bis morgen früh. Lasst uns beten, meine Freunde. Gott wird uns helfen, des Königs Geheimtraum zu verstehen. Niemand sollte deshalb verletzt werden. Wach auf, Daniel. Ich komme, um dir des Königs geheimen Traum zu erklären. Ich danke dir, Gott. O König, jemand ist hier, um euch euren Traum zu erklären. Unmöglich! Wer könnte klüger sein als mein Zauberer, mein Magier und mein Weiser? Einer eurer Gefangenen aus Judäa. Du kannst mir meinen Traum erklären? Nein, ich nicht. Soll das ein Witz sein, Arioch? Nein, aber Gott im Himmel kann alle geheimen Dinge erklären. Oh, I know what your dream means. I know what your dream means. God has told me to pass the word about what I've seen and what I've heard. It's a simple message, sir, with a truly holy theme. Oh, I know what your dream needs. Oh, King Nebuchadnezzar, believe me, it's my pleasure to come here to you and shed some light. I've been praying to God, and this may sound awfully odd, but I understand the dream you had last night. Saw a statue with a head of gold. He was bronze and iron with big clay toes, symbolized the kingdoms of this earth. The golden face that I saw shining means down here you're the number one king. I'm giving you the facts for all they're worth. Oh, I know what your dream means. Oh, I know what your dream means. God has told me to pass the word about what I've seen and what I heard. It's a simple message, sir, with a truly holy theme. Oh, I know what your dream means. Now the rock that rolled on down and brought the statue to the ground shows that earthly kingdoms soon will pass. Yeah, the interpretation is that out of all the nations, God's is the kingdom that will last. Oh, I know what your dream means. Oh, I know what your dream means. God has told me to pass the word about what I've seen and what I've heard. It's a simple message, sir, with a truly holy theme. Oh, I know what your dream means. Oh, I know what your dream means. Oh, I know what your dream means. God has told me to pass the word about what I've seen and what I heard. It's a simple message, sir, with a truly holy theme. Oh, I know what genau. Du bist klüger als all meine Magier, Zauberer und Weisen zusammen. Nicht ich, Sire.
Gott hat mir das Geheimnis verraten. Nicht, weil ich größer als andere bin, sondern damit ihr versteht, was es bedeutet. Ja, aber was bedeutet es denn? Ihr seid jetzt der König, aber weder ihr noch euer Königreich wird ewig werden. Aber Gottes Königreich wird ewig sein. Dein Gott ist der Gott aller Götter, der König aller Könige. Dein Gott sagt Menschen Dinge, die sie unmöglich wissen können. Du verdienst eine Belohnung. Von diesem Moment an wirst du als Statthalter über Babylon herrschen und für alle meine Weisen verantwortlich sein. O König, ich bitte euch, bestraft sie nicht. Selbstverständlich, was immer du willst. Wie war dein Name doch gleich? Daniel, wenn ich herrschen soll, brauche ich Hilfe. Ich habe 3 weise Freunde. Macht auch Schadrach, Meshach und Abednego zu Statthaltern Babylons. So soll es sein, Daniel. Viele Jahre vergingen. Und nachdem Nebukadnezar den Thron abgegeben hatte, wurde sein Sohn Belsazar König. Daniel blieb in Babylon und 3-mal an jedem Tag verneigte er sich in Richtung Jerusalems und betete zu Gott. Nach so vielen Jahren hatte der neue König Belsazar Daniel völlig vergessen. Eines Nachts feierte Belsazar ein großes Fest. Oh ja, ich bin sehr schön. Der närrische König verwendete die Becher und Platten, die aus dem Hause Gottes gestohlen worden waren. Habt ihr auch alle Spaß? Indem er aus den gestohlenen Bechern trank, missachtete er Gott, da er nur an Götzen aus Gold, Silber, Eisen, Bronze, Holz und Stein glaubte. Wir wollen den Göttern für dieses wunderbare Fest danken. Was ist das? Zauberer, Magier, Weise, kommt her, schnell! Was besagt das? Lest es mir vor! Viele meine Tiegelpersonen? Viele meine Tiegelpersonen? Ich sage euch was, wer immer diese Worte entziffern kann, bekommt eine goldene Kette! Ene meine Theke Petersilie. Ene meine Theke Petersilie? Ene meine Theke Petersilie? Wie wäre es damit? Eine feine purpurne Robe eines Königs würdig. Ich mache ihn zusätzlich zum drittmächtigsten Statthalter meines Reichs. Unmöglich. Unfassbar. Unentzifferbar. Oh, gibt es denn niemanden in meinem Königreich, der diese seltsamen Worte lesen kann? Ich kenne jemanden, mein Sohn. Sag mir, Mutter, wer ist es? In den Tagen deines Vaters besaß dieser Mann die Weisheit der Götter. Lass Daniel rufen. Bist du Daniel? Derjenige, der an den Gott glaubt, der Himmel und Erde geschaffen hat? Sieh, die Goldkette, die purpurne Robe und der drittmächtigste Statthalter meines Reichs. All das soll dein sein, wenn du mir diese Worte vorlesen kannst. König Belshazzar, behaltet eure Geschenke oder gebt sie jemand anderem. Dann kannst du sie auch nicht lesen. Doch, ich kann. Und ich sage euch, was sie bedeuten. Euer Vater war so stolz und stur, dass er sein Königreich verlor. Gott herrscht über alle Dinge auf der Erde und er entscheidet, wer König sein wird. All dies wisst ihr und doch bereut ihr all eure schlimmen Taten nicht. Heute Nacht
habt ihr aus seinem Tempel gestohlene Becher und Platten benutzt. Ihr habt Gott missachtet. Gott selbst sandte die Hand, die diese Worte schrieb. Mene, Gott hat die Tage bis zum Untergang eures Königreichs gezählt. Teke, ihr seid nicht gut genug, um länger König zu sein. Parsin, euer Königreich wird einem anderen Volk gegeben werden. Daniel, ich weiß, du sprichst die Wahrheit. König Belsazar hielt Wort und gab Daniel die purpurne Robe und die goldene Kette und machte ihn zum drittmächtigsten Statthalter des Landes. Was Daniel gesagt hatte, erwies sich als wahr. Und noch in dieser Nacht. Übernahm ein anderer Herrscher, König Darius, das Königreich. Der König wählte 3 Männer, über das Reich zu herrschen. Und da Gott Daniel so weise gemacht hatte, war er einer der 3. Schon bald merkte König Darius, dass Daniel besser war als die anderen beiden. Und er beschloss, ihn zum einzigen Statthalter des Landes zu machen. Das machte die anderen beiden sehr wütend. Die beiden Männer wollten Daniel schlecht machen. Aber er sagte stets die Wahrheit und war weder faul noch untreu. Wir müssen ein schlechtes Licht auf Daniel werfen. Aber wie? Er ist einfach zu gut. Ich habe eine Idee. Daniel glaubt wirklich ganz fest an seinen Gott. Das werden wir gegen ihn verwenden. Ich bin es, Gott. Daniel. Ich hatte recht. Daniel dreht sich gen Jerusalem und betet 3-mal täglich zu seinem Gott. Dieser Plan wird funktionieren. Das werde ich dem König berichten. Hey, das ist mein Plan. Ich sage es dem König. Nicht, wenn ich zuerst da bin. Wagt es ja nicht. Sie hatten einen schrecklichen Plan. Einen Plan, wie sie Daniel loswerden konnten. Oh, König Darius, ihr habt viele Feinde. Und wir können sie für euch finden. Lasst uns doch 30 Feiertage im Königreich ausrufen. 30 Tage lang soll niemand einen anderen Gott oder Menschen anbeten, abgesehen von euch. Das hört sich gar nicht so schlecht an. Aber hier kommt das Beste. Wenn jemand nicht zu euch betet, muss er euer Feind sein. Und den werfen wir dann in die Löwengrube. Bei den Göttern. Ich meine, bei mir. Das gefällt mir. 30 Feiertage für mich. Ja, großartige Feiertage. Ein Fest wie kein anderes. Das muss ich Daniel erzählen. Das ist ein wunderbares neues Gesetz. Daniel hörte von dem neuen Gesetz, aber er blieb Gott weiterhin treu. Er bricht des Königs neues Gesetz.
Mein Plan hat funktioniert. Daniel betet zu seinem Gott. Werfen wir ihn in die Löwengrube. Moment. Das war nicht dein Plan. Das war mein Plan. Was nicht? Ich bin viel weiser als du. Ja. Oh, ja. Au. Au. Ja. Oh, König Darius. Wir haben jemanden gefunden, der euer neues Gesetz missachtet. Unglaublich. Wer ist diese schreckliche Person? Es ist der Israelit, Daniel. Nein, nicht er. Er betet dreimal am Tag zu seinem Gott, genau wie vor dem Gesetzeserlass. Sollen es zwei Löwen sein oder drei? Ich kann Daniel nichts antun. Er ist mein vertrautester Ratgeber und noch wichtiger, mein Freund. Aber König Darius, wie ihr wisst, sagt das Gesetz, kein vom König erlassenes Gesetz kann geändert werden. Ja, ja, genau das stimmt. Richtig, ja. So muss genau. Es sein. Also gut. Bringt Daniel in die Löwengrube, mein lieber Freund. Was habe ich getan? Es tut mir leid, Daniel. Ich will das hier nicht tun. Du warst deinem Gott immer treu ergeben. Vielleicht wird er dich vor den Löwen retten. Keine Sorge. Ich werde dort unten nicht alleine sein. Und damit niemand den Stein bewegen und Daniel aus der Löwengrube befreien konnte, verschloss König Darius die Öffnung mit seinem königlichen Siegel. In dieser Nacht konnte Darius nicht schlafen. Er machte sich große Sorgen um seinen Freund. Am nächsten Morgen lief König Darius zur Löwengrube. Oh Daniel, hat dein Gott dich sicher behütet? Öffnet die Löwengrube! Aber seine Furcht war unbegründet. Ihr seid früh auf, König Darius. Daniel war sicher und wohlauf. Ich kann es kaum glauben. Es geht dir gut. Als die Löwen angriffen, hat Gott mich gerettet. Er sandte einen Engel, um ihre Mäuler zu verschließen. Die Löwen haben mich nicht verletzt, weil Gott weiß, dass ich nichts Falsches getan habe. Und ich habe euch nichts Böses getan, o König. Daniel, ich bin so froh. Und ihr nennt euch selbst weise Männer? Schafft sie fort! Das war ein furchtbarer Plan. Schau mich nicht an, das war deine Idee. War es nicht. War es doch. König Darius schrieb einen Brief an jedermann in der Welt. Frieden und Glück für alle. Von nun an wird jedermann Daniels Gott respektieren. Er ist mächtiger als alle anderen Götter, denn er wirkt Wunder, um Menschen zu schützen und zu retten. Daniel arbeitete weiterhin für König Darius und blieb Gott immer treu. Und Gott segnete ihn für den Rest seines Lebens.